Hallo, liebe Deutschlernende. Hessen, auf den Bäumen, auf den Sträuchern. Es ist einfach fantastisch. Ich finde das richtig genial. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Eine der vielen Dinger, die ich für euch mache. Es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Heute kann ich leider nicht rausgehen. Oh, das Fleisch. Oh ja. Aber heute nicht. Ich klappe. Nichts. Nichts. Genau. Nichts. Jetzt mach doch mal das Video aus. Mach ich. Der Schnelltipp. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Lernen einer Sprache und dem Erwerben einer Sprache. Man kann Grammatik bzw. eine Sprache im Allgemeinen entweder lernen oder erwerben. Beim Lernen denken wir bewusst über die Regeln nach. Wir lernen Grammatikregeln auswendig. Und beim Erwerben passiert das Ganze unbewusst. Dadurch, dass du dieses Video schaust, erwirbst du unbewusst die deutsche Sprache. Ich brauche dir keine Grammatikregeln zu erklären, weil dein Gehirn die Muster erkennt. Der Erwerb einer Sprache ist weitaus effektiver als das Lernen einer Sprache. Hallo, liebe Deutschlernende. Ich entschuldige mich vorab über den Lärm, aber ich möchte euch etwas zeigen, was hier ist. Ja? Und der Lärm ist hier, weil gleich in der Nähe eine Autobahn ist. Typisch deutsch, eine Autobahn. Und ich will euch etwas ganz Tolles zeigen, was ich heute beim Laufen entdeckt habe, bei meinem morgendlichen Joggen. Und zwar habe ich letztens in einem Buch gelesen, dass es gut ist, organisch zu essen. Und lokal, das meinte der Autor, dass es gut ist, lokal und organisch zu essen. Ich persönlich achte da nicht so darauf, beziehungsweise in den Supermarkt, in dem ich immer gehe, gibt es nicht so viel Organisches oder Lokales oder so, was ein bisschen schade ist. Im Grunde genommen verstehe ich die Logik, dass es besser ist, organisch und lokal zu kaufen. Wie auch immer, auf jeden Fall, was ich entdeckt habe, war Folgendes. Und zwar, ich laufe hier dran vorbei und dann sehe ich das hier. Ein Schild und hier hängt ein Korb und über dem Korb steht Obst aus dem Garten. Jetzt auch noch die S-Bahn. Hier ist es echt laut. Hier ist es echt laut. Wie gesagt, Entschuldigung. Also einmal eine Autobahn, einmal eine S-Bahn. Aber hier haben Menschen ihr Obst angeboten, das sie in ihrem Garten gepflückt haben. Ja? Also hier ist da ein Apfel. Es sind ganz viele Äpfel. Es sind grüne Äpfel. Ich nehme an, sie sind alle sehr bitter. Aber ich werde trotzdem einige mit nach Hause nehmen und sie probieren. Ich kann ja mal ein bisschen probieren. Es ist zwar nicht gewaschen. Normalerweise sollte man Obst waschen, aber ich werde trotzdem diesen Apfel hier mal probieren. Ist gar nicht so schlecht.
Die S-Bahn, meine Damen und Herren, die Berliner S-Bahn. Und es gibt noch eine zweite Sache, die ich auch gefunden habe. Da ganz hinten, das kann ich euch leider nicht zeigen, ist ein bisschen weiter entfernt, ist ein Himbeerbusch. Ein Himbeerbusch. Und ich habe mir auch ein paar gepflückt. Tada! Deutsche Himbeeren aus der Wildnis. Es ist nicht fantastisch. Ja? Also selbst in so einer Großstadt wie Berlin findet man Essen auf den Bäumen, auf den Sträuchern. Es ist einfach fantastisch. Ich finde das richtig genial. Und man muss natürlich darauf achten, dass man verantwortungsbewusst isst. Also ich habe zum Beispiel Himbeeren gepflückt und eine Frau kam vorbei und hat mir ein paar Tipps gegeben. Wie zum Beispiel, dass man die Himbeeren pflücken sollte, die oben sind und nicht die, die unten sind, weil bei den Himbeeren, die unten sind, besteht die Gefahr, dass man Fuchsbandwurm bekommt. Ja, anscheinend kommen da die Füchse ran an die unteren Brombeeren und andere Tiere und dann läuft man Gefahr, sich einen Bandwurm zu holen und das will man natürlich nicht. Insofern muss man auch vorsichtig sein, wenn man Essen nimmt, was man in der Natur gefunden hat. Wenn man Essen isst, was man in der Natur gefunden hat, muss man vorsichtig sein. Aber ansonsten, es ist ziemlich praktisch und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann wird man auch ganz viele verschiedene Arten von Sträuchern und Kräutern und so weiter finden. Und es gibt auch ganz viele Webseiten darüber. Also ich bin mir sicher, wenn ihr googelt den Namen eurer Stadt und dann Obstbäume oder so. Für Deutschland gibt es eine Webseite, die nennt sich Mundraub. Mundraub ist ein deutsches Wort, wenn man anderen das Essen wegnimmt. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr nicht in Deutschland wohnt, dann gibt es bestimmt auch eine Webseite, die euch da helfen kann. Ja? Insofern, das ist der Tipp für heute. Essen aus der Natur. Man braucht nicht in den Supermarkt zu gehen, um zu essen. Nicht unbedingt. Okay, ich hoffe, euch hat dieses Video auch viel Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall total toll, als ich das herausgefunden habe, dass es hier direkt bei mir in der Nähe kostenlos etwas zu essen gibt. Aus der Natur. Und ja. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Eine kleine Bitte zum Schluss. Kennst du jemanden, der auch Deutsch lernt? Kennst du jemanden, der eventuell daran interessiert wäre, auch Deutsch zu lernen? Wenn du meine Videos magst, dann fände ich das echt super, wenn du diese Videos mit deinen Freunden teilst. Ja, es würde mir echt sehr viel bedeuten, wenn du einfach dieses Video oder ein anderes Video, was du magst, deinen Freunden schickst, die eventuell auch Deutsch lernen und daran interessiert sind, Deutsch zu lernen. Das wäre total super. Vielen Dank im Voraus. Und wir beide sehen uns morgen. Tschüss.